Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ja, ich habe ja zuletzt erfolgreich den Schwefel besorgt und werde mich jetzt hier auch direkt auf den Weg nach oben machen. Und gucken, was ich denn für die neuen Schubdüsen noch brauche. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn hier am besten nach oben komme. Okay, das sieht alles ganz gut aus. Diese Klippe. Ich meine, ich komme ziemlich weit hoch mit diesen Standarddüsen. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann hier ganz gut hochklettern. Und ich würde sagen, ich gucke dann jetzt, dass ich so weit wie möglich nach oben komme, um mich dann später oben mit dem Zyklopen abzuholen. Der Warper. Hallo. Ach krass. Warper auf der Jagd hier. Okay, cool. Okay, ich habe das Gefühl, dass die Warper und die Krabben mir nichts können. Das hier hole ich mal mit, das Titan. Denn ich habe eben schon mal hier ein bisschen was gezockt. Ist aber ein bisschen was schief gegangen. Deswegen habe ich ab da unten nochmal gestartet. Genau. Da sehen wir es. Ich habe... oh, der hängt fest. Jetzt ist er weg. Ich bin ja hier nicht abgeschaltet worden. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dass der Krebs irgendwie für solche Situationen konzipiert ist. Konzipiert, habe ich das richtig gesagt? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das schon mal gut, dass sie mir nichts können. Das heißt, ich kann problemlos hier irgendwie rumlaufen, wie ich will. Wenn ich das muss. Oh, da ist noch was übrig. Und, genau. Braucht dann da mich nicht verrückt machen, dass ich hier vielleicht von einem Krebs rausge... ach, nicht von einem Krebs. Von einem Warper rausgebeamt werde und von einem Krebs irgendwie dann eben abgeschaltet werde. Muss ich nur gucken, wo ich denn hier hoch komme. Hier sollte ich doch hochkommen, das dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Den Standardschubdüsen. Okay, da ist der Eingang, wo ich hin muss. Ah, da ist ja wieder ein Warper. Ah ne, das ist die Neptune, da muss ich nicht hin. Sind ganz schön viele Warper unterwegs. Wenn man sich mal so umsieht. Ich weiß gar nicht, ob die, wenn ich jetzt theoretisch den Krebs verlassen würde, ob die mich angreifen würden. Ja, wahrscheinlich schon, aber weiß es nicht. Die sehen halt gruselig aus. Ist nur die Frage, ob die auch gefährlich werden können, eigentlich. Bis jetzt habe ich ja immer das Glück gehabt, dass ich Abstand halten konnte. Aber deswegen weiß ich das auch eben nicht gerade. Irgendwo. Oh, hey, was ist denn hier los? Bau dich ab. Okay. Das sieht ganz gut aus, als, dass ich hier weiterkomme. So. Okay. Ah, komm schon. Ziemlich viel, wo man hängen bleiben kann. Hallo. Ich weiß es nicht. Die sehen auf jeden Fall extrem bedrohlich aus. Also so ist das nicht. Aber ich glaube, die sind auch als aggressiv eingestuft. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, hier bin ich, glaube ich, ganz oben. Dann versuche ich mal so weit wie möglich hinten rüber zu gelangen. Ist ja noch echt weit nach oben. Dann muss ich mit dem Zyklopen hier nicht so weit nach unten.
und kann dann einfach schnell reinspringen. Okay. Ziemlich ruhig hier unten. Oh, werde ich hier verfolgt oder was? Hallo. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, so, hier muss ich mal gerade absetzen. Bevor ich wieder komplett runterfalle. Oh nein! Ich bin zum Glück wieder vollgeladen. Okay, die nächste Stufe. So. Nehmen wir Zahl voll. Aha. Und hier drauf. Okay. Ich würde sagen, ich hole mal den Zyklopen ab. 300 Meter tief bin ich noch. Noch ein Stück, aber nicht allzu weit. Die Luft sollte auch reichen, ja doch. Okay, ich werde dann auch gleich mal schnell was essen, dass ich hier nicht dehydriere. Und genau, was eben schief gegangen war, war, dass der hier einfach explodiert ist nach einer Berührung. Und deswegen packe ich den jetzt einfach mal schnell um. Dann hier wieder nicht nichts passieren kann. Okay. Dann mal in den Zyklopen, in den zweiten Zyklopen. Und schnell mal was essen. So, ich glaube, zwei Ladungen sollten reichen. Diese anderen Pflanzen, die sind ja viel besser. Da muss man dann nicht so viel klicken und was weiß ich. Okay. Einmal anmachen, einmal Kamera und einmal... Wobei. Pack, glaube ich, so aus. Das ist, glaube ich, okay. Ah, komm. Muss vielleicht auch mal diese Auffangplattform tiefer setzen oder so. Oh. Schwierig. Komm schon. Ich glaube, ich setze sie echt tiefer. Aber so ist das ganz gut. Jetzt kippe ich gerade um. Wenn ich Glück habe. Genau, kann ich mich so hier rausbringen. Sehr gut. Da muss ich hin. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jetzt wieder stabilisiert, ob ich dann wieder gerade bin. Ich meine, das kann man hier jetzt auch nicht gerade gut feststellen, aber ich glaube, ich bin wieder gerade. Oh, da muss ich rüber. Okidoki. Bisschen tiefer noch, dann brauche ich nicht so hoch zu springen. Oh. Ich glaube, ich brauche fast gar nicht springen. Wäre jetzt cool, wenn der automatisch einladen würde, weil ich eben so knapp da drüber bin. Fast. Und rein hier. Wunderbar. Gut, dann habe ich den wieder aufgeladen. Und dann können wir wieder nach oben. Ich hoffe mal, dass dann das diesmal nicht schief geht. Beziehungsweise, da kann ja jetzt nicht mehr viel schief gehen. Wo bin ich denn hier? Ach, dahin muss ich. Nochmal rumdrehen. Nochmal ein bisschen. Kann der Radar nicht viel. Und ich sollte hier auch mal bald wieder aufladen. Die Energie sehe ich gerade. Mit 67%, 66%. Also, ist das nicht gerade erst auf 67? Was ist da los? Ach, der wird aufgeladen, der Krebs. Ach so. Ah. Habe ich noch nie drauf geachtet. Okay, genau das meine ich. Theoretisch wäre das schon gut, wenn das deutlich tiefer wäre. Die Auffangplattform. Dann habe ich hier dieses Umfrickeln nicht, ob ich... Ah, komm schon. Dass ich hier irgendwie reinkomme. Ach Quatsch, falsche Kamera. Die ist ganz gut. Da sehe ich auch, wo ich hänge. So. Okay. Nicht gerade die geradeste Position, um hier irgendwas auszuladen.
stabilisiert sich aber selber wieder. Cool. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht runterfall. Oh. Alles gut. Wunderbar. Dann muss ich jetzt mal hier an den Vorrat. Dann nehme ich mal das Titan mit. Das ist ja ganz schön viel gewesen. Das geht gar nicht. Okay. Und jetzt werde ich mal schnell umladen. Beziehungsweise hier kann ich ja direkt schon mal gucken, was ich dann brauche. Also, ich brauche Nickelerz, Schwefel, Titan und Lithium. Nickelerz dürfte ich vielleicht noch da haben. Drei Schwefelmaß. Ach Mist, zwei Titan, ne? Was? Zwei Titan? Oder was? Ne, fünf. Fünf Titan, ein Lithium. War also gar nicht so schlecht, dass ich hier Titan mitgenommen habe. Dann gucken wir doch mal, ob ich da irgendwie noch ein bisschen was da habe. Lithium auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich eine Kiste voll gehabt. Mindestens. Und Nickelerz könnte ich vielleicht noch rumfliegen haben. Wobei, das habe ich bestimmt schon wieder aufgebraucht. Das habe ich doch bestimmt schon wieder aufgebraucht. Und Essen nicht vergessen. Sieht auf jeden Fall ganz gemütlich aus. Ganz hübsch mit dem Garten. Welcome aboard, Captain. Packe ich einfach hier rein. Hier passt sogar noch das ganze Titan rein. Nickelerz und Lithium. Lithium war, glaube ich, hier. Ja. Okay, ich hatte gar nicht so viel Lithium. Lithium, wie ich gedacht habe. Nickelerz habe ich auch keins mehr. Mist. Jetzt können wir ja mal das erste Mal den Garten benutzen. Schätze ich mal, oder? Benutze ich doch direkt hier die Ecke. Da passt ein bisschen was rein. So, die erste Pflanze, die ich von dieser Farm hier gegessen habe. Und direkt nochmal drei nachkommen. Ich mache hier auch direkt nochmal ein paar mehr. Oh. Dann bin ich eben übersättet. Okay. übersättigt. Nicht übersättet. Das ist kein Deutsch. Oder? Doch, egal. Ich meine nicht. Ich meine, das ist falsch. Ups, salah. Okay, Nickelerz habe ich keins. Dann muss ich mal gucken, wo ich denn Nickelerz bekomme. Und was ist das denn? Okay, diese komischen Energiestrahlen, die sind ein bisschen seltsam. Die sind ein wenig seltsam. Aha, okay. Da muss ich rüber. Da muss ich rüber. Und dann muss ich auch mal direkt, nochmal in die Andockbucht. Ah, was ist denn jetzt los? Ah, schwierig. Genau. Erstmal hier Lithium reinpacken. Dann hole ich die Energiezellen mit. So. Gehe ich mal in den Zyklopen. Der ist da noch offen. Nehmen wir gerade was aus. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Wie sieht's hier aus? Motor läuft noch. Licht. So. Muss ja jetzt erstmal nicht. Oh. Jetzt vielleicht nicht jetzt ausmachen sollen. Weil das eigentlich auch nicht so viel braucht. Also ist das auch eigentlich vollkommen egal. Die hat noch 4 Energie. Und die ist noch voll, wow. Aber wo sind denn die anderen hin? Hä? Ah. Die, ah, genau, das ist die auf Vorrat, die ich habe. Oh, Moment. Ach, ich habe das hier noch zusammen gehabt. Ach. Jetzt habe ich gerade 2 rausgenommen. Oh, was war das denn? Ne,
Nee, das mache ich nicht. Oh. Ja, wobei, kann ich schon machen eigentlich. Habe ich jetzt die kleinen... Ach Gott. Hier los, jetzt. Jetzt ist alles richtig, okay. Dann habe ich halt noch mehr Energie. Das ist ja, ne? Das, was man möchte. Und ich muss früher oder später mal gucken wegen diesen anderen Energiezellen, die ich da von diesem einen Spieler bekommen habe. So, dann wird die aufgeladen. Dann habe ich das Nickelerz zusammen. So, dürfte ich das doch eigentlich bauen können hier. Kann ich denn hier noch bauen? Ach so, nee. Genau. Jetzt haben wir das Modul fertig. Ich glaube, dieses Modul ist jetzt gerade nicht so wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark denn der Unterschied zu den Standardsachen ist. Zu den Standardschubdüsen. Wo muss ich denn hier ran? Hier war's. Erweiterungsmodule. Okay. Anlegen. Gucken wir doch mal. Oh. Wow. Das ist heftig. Okay, da merkt man einen deutlichen Unterschied. Finde ich gut. Das finde ich äußerst gut. Der könnte nur ein bisschen schneller laufen, aber das gibt's, da gibt es, glaube ich, nichts. Da, sollen wir ein Frachtmodul noch bauen? Das wäre auch sehr, sehr gut eigentlich. Moment. Frachtmodul. Zweiten Bohrarm könnte ich bauen. Aber das lasse ich doch mal besser. Das wäre auch sehr gut. Und das. Ich habe sowieso vier, also ich kann, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, dann kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein Frachtmodul bauen. Achso, ich sollte auch gucken, was ich brauche. Das war ganz normal Titan und ich glaube Lithium. Frachtmodul, das war bei Universal. Titan 3, Lithium 1. Okay, hier habe ich nichts mehr drin. Titan 3 und ein Lithium. Okidoki. Mhm. So. Hier lang. Und rein da. Also. Titan habe ich hier genug drin. Ei und ein Lithium einmal hinten durch. Da können wir auch hier noch das Frachtmodul schnell fertigstellen. Habe ja schon wieder ein bisschen Durst und Hunger. Was ist denn da los? Viel Fraß. Okay. Mache ich wieder diesen berüchtigten Sprung von der Klippe ins Wasser. Und diesmal gucke ich ein bisschen, dass ich... Oh. Nicht da drauf knalle. So. Okay, Frachtmodul. Dann bin ich mal gespannt, wie viel das hier noch bringt. Oh, falsch. Falsche Seite. So. Genau. Vier Stück. Passt also. Wie viel Fracht habe ich denn jetzt? Okay, wie viel mehr ist das? Wie viel mehr ist das? Gucken wir uns nochmal gerade an. Ach toll, eine Reihe mehr. Das ist ja sehr beeindruckend. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Aber immerhin etwas. Damit kann man also schon mal was anfangen. Ich finde diese Schubdüsen jetzt richtig gut. Yeah. Kann ich den Krebs auch hier am Strand parken? Auch ganz, ganz nett. Was? Krass. Ja, der Krebs am Strand.
Ja, war ja doch recht erfolgreich, diese Folge. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt dafür dann auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und ich sag bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.